Nachdem Third Echelon diese komische Nummer mit ihm abgezogen hatte, rief er mich an. Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken frei halten konnte.
أنتمين؟ هل يعجبك هذا أيها الوقت؟ اخرج أيها الأحمر، إنك تدع الأمور تزداد سوءا. وين أمك يا أحمر؟ سوف أرمي قنبلة.
الشباب. قنبلة انتبهوا. Ich bin auf der Suche! Ich bin auf der Suche! Ich bin auf der Suche!
في أماكنكم لا تذهبوا إلى هناك
أيها الحقير! Mir, wenn ich uns hier rausgeschafft habe. Wann kommt die Verstärkung? Gute Frage. Wofford Basis, hier spricht Husky. Ich brauche ein Taxi für zwei Personen. Husky, hier Wofford Basis. Sie verdammter Glückspilz. Sobald wir wissen, wo Sie sind, starten wir einen unserer Vögel. Verstanden, Wofford. Wir sind bei... Wir müssen los! Sache veränderte Sam. Es war eine Veränderung, die langsam über Jahre stattfand. Jahre, in denen ihm bewusst wurde, worin die Veränderung bestand. Wegen der Sache mit Grimm brauchte Sam schnellstmöglich Informationen über EMPs und Black Arrow. Sam kam nie wegen Kleinigkeiten. Es war also eine große Sache. Blieb nur die Frage, wo man sich trifft. Wir wählten die National Mall. Öffentlicher Platz, viele Menschen, offene Zugänge. Machte es den Aufklärern schwer. Ich konnte ihnen ausweichen und Sam sie suchen, was er auch tat.
Sam. Ich werde beschattet. Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit sie reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, lass ich das Treffen ab. Mach schon. Schatz, rück dich nicht so auf, so viel Geld kosten sie auch nicht. Ich lasse nichts Gutes von uns aus. Niemand nutzt dich hier aus, Fräulein. Du hast die Karten gekauft. Was? Kostet nicht das Ziel, nur der Köder. Ihr wartet, bis er uns zu Fischer geführt hat. Dann macht ihr Lärm und ich schicke die Verstärkung schneller rein, als ihr gucken könnt. Verstanden? Gut. Warum verfolgst du mich? Ich hab ich gar nicht gemacht, ehrlich. Erzähl mir von Victor Kost. Das ist irgend so ein Typ. Ich, bitte, mehr weiß ich nicht. Suchst du mich? Mist! Sie sind Fischer! Tun Sie mir nichts! Ich weiß nicht! Ich schwör's! Verrat mir doch mal, was ihr mit Vic Kost und mir vorhabt. Oh Mist! Fischer! Ich sollte Verstärkung rufen, wenn ich sie sehe. Die warten. Und sind bereit, sie zu holen. Tja, daraus wird nichts mehr. Sekunde. Oh Scheiße, Fischer! Sind Sie... Oh Scheiße! Warum beschattet ihr Victor Kost? Kost war ein Köder. Wir wussten, dass er ihnen helfen würde. Wir sollten Verstärkung rufen, wenn wir sie sehen. Vic, ich habe mich um deine Verehrer gekümmert. Es wird einen Moment dauern, bis die Jungs in ihrer Einsatzzentrale kapiert haben, was los ist und Verstärkung schicken. Wie sieht's aus, Alter? Kennst du dich am Washington Monument aus? Ja.
Direkt davor steht so eine einzelne Bude. Wir treffen uns dort. Ich lass dich rein. Da bist du ja. Hier, leg das an. Uns bleibt nicht viel Zeit. Diese Typen waren sicher nicht allein. Wir besprechen das Nötigste und regeln den Rest am Telefon. Ja, klingt gut. Habt ihr deine Lieblingsknarre in die Tasche gepackt? Ist heute denn schon Vatertag? Halt die Klappe, die Zeit drängt. Da drin ist ein tragbarer EMP-Generator, den mir ein Kumpel aus einer Forschungsabteilung des Militärs geliehen hat. Die Tasche selbst ist abgeschirmt. Kannst dein Zeug reinpacken. Sobald du den Knopf drückst, brät alles um dich herum, was Strom verbraucht, durch. Schön. Hast du sonst noch was für mich? In der Tasche ist eine Akte. Hier die Kurzfassung. Es gibt eine Forschungseinrichtung namens White Box. Sie entwickelt fürs Verteidigungsministerium EMP-Technologie. Und? Vor 6 Monaten haben sie plötzlich die Ärsche von Black Arrow als Sicherheitsdienst verpflichtet. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die normalerweise keine Firmen beschützen. Ich glaube, es könnte da... irgendeine Verbindung geben. Bingo. Ist nur eine Vermutung, aber du hast schon für weniger Fifth Freedom erhalten. Also schön. Du solltest langsam verschwinden. Ping mich aus sicherer Entfernung an, dann sprechen wir über White Box, bevor du reingehst. Okay. Pass auf dich auf, Vic. Ulkig, dass gerade du sowas sagst. Gehen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir kommen
Kontakt muss noch in der Nähe sein. Haltet die Augen offen. Achtung, Mann ausgefallen! Aufwacht, Jungs! Wir sollten ihn noch überraschen! Komm schon, das ist scheiße! Ich weiß, du bist hier! Zeig dich, du blöder Sack! Wo steckt er? Komm schon, das ist scheiße. Für das am Flugplatz bezahlst du! Wir gehen rein und schnappen ihn uns! Los! Bewegung, ihr Penner! Ist das für witzig, Arschloch? Jetzt zahlen wir es dir heim! Komm raus! Los, geh da rein und leg ihn um! Ich schnapp ihn mir! Feuerschutz! Kontakt! Am Flugplatz hattest du Glück! Wir kommen im Auftrag der Stadt! Hey, da ist Fischer! Du bist ein alter Mann, Fischer! Ah! Das ist für dich! Ich war am Flugplatz, Fischer! Jetzt bist du dran!
Ich hab dich! Das Fest ist vorbei, Fischer! Oh Mann! Du bist... Das probiere ich lieber nicht nochmal. Oh ja, knappe Geschichte, hätte man nicht besser machen können. All die Jahre über hast du mich angelogen. 27 Stunden später. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie wirklich gekannt. Nein. Und du kennst mich auch immer noch nicht. Als Sam kam und mich um Hilfe bat, konnte ich nicht Nein sagen. Sam war wie ein einsamer Wolf. Ihn musste man immer daran erinnern, wie wichtig es war, auch mal für andere den Kopf hinzuhalten. Nach der Spielerei beim Monument hieß Sams nächstes Ziel Whiteboxen. Die Typen, die den Laden gekauft hatten, waren bereits dabei, alles, was sie brauchen konnten, wegzuschaffen. Aber ihm war egal, was sie vorhatten. Er wollte da rein. Auch wenn eine doppelwandige EMP-Forschungseinrichtung nicht viele Hintertüren hatte, ihm reichte eine. Und Vic, wie komme ich in den Kasten rein? Such nach einem Lufttauscher auf der Seite des Gebäudes. Brich ihn auf, geh die Treppe runter und such die Überwachungssysteme. Sobald du Zugriff auf die Kamerabilder hast, dürfte sich dein nächstes Ziel von selbst ergeben. Berühmte letzte Worte.
Besser. Mal sehen. Bewaffnete Posten im Gebäude oder deutlich besserer Kaffee? Was ist wichtig? Ach, wird erwachsen. Unser neuer Eigentümer hat seine eigene Sicherheitsfirma mitgebracht. Sowas passiert nun mal. Gerade bei Projekten mit dieser Sicherheitsstufe. Ich traue diesem Gerliot einfach nicht. Mag ja sein, dass er seit der Übernahme noch keinem gekündigt hat, aber es nervt mich. Unsinn. Dich stört doch nur, dass dieser Robertson die ganzen Daten sammelt. Exakt. Wir können so überhaupt nicht vernünftig arbeiten. Was macht er damit? Vermutlich gar nichts. Steig auf entkoffeiniert rum. Haha, sehr witzig. Den wir erhofft hatten. Was ist mit Testlauf 1994? Robertson war ganz wild drauf. Robertson ist gar nicht qualifiziert genug, um die Daten auszuwerten, die er sammelt. Ich halte das für ganz normale Abweichung. Ich glaube, du hakst das viel zu voreilig ab. Ich glaube, ich habe letzten Monat im Schnitt 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich werde mir jetzt gewiss keine neuen Resultate herbeifantasieren. Ja, du ignorierst einfach die Hälfte der Ergebnisse. Wir haben eine Deadline. Nimm dich damit ab. Dass wir auch für Gerliot arbeiten.
Sie können nicht. Sie haben gerade... Oh doch. Ich kann. An die Arbeit. Sonst bist du dran. Nein, die nicht. Die brauche ich am Standort Bravo. Behalten Sie die anderen so lange wie nötig. Danach finale Phase einleiten. Und der Rest des Gebäudes? Alle Spuren vernichten. Was? Ja, aber... Das ist inakzeptabel. Hey, seht zu, dass die Streberin weiterarbeitet. Ich muss eine Reinigungsaktion überwachen. Scheiße! Den hat's erwischt! Scheiße, was ist hier los? Es hat einen von uns erwischt! Seid vorsichtig und sucht im gesamten Whitebox-Bereich nach Fischer! Er muss es sein! Komm schon, ein Labor ist doch ein Scheißversteck! Hier sind überall verrückte Wissenschaftler! Ich weiß, dass du hier bist. Mach es uns nicht so schwer und komm raus! Vorsicht, vielleicht schleicht er sich an uns ran. Komm raus! Wir haben Whitebox abgeriegelt. Du hast keine Chance! Irgendwann macht er einen Fehler, dann schaffen wir ihn. Komm, ich weiß, dass du da bist. Komm raus! Scheiße! Glaube, ich sehe ihn! Du endest wie die Weißkittel! So, ich komme jetzt, du Arschloch! Komm, zeig mir, was du drauf hast! Frag mal, warum das Säuberungsaktion heißt! Ich sehe ihn, er ist auf dem Laufenden!
Was? Das reicht, Fischer. Nicht. Beantworte meine Frage, dann sehen wir weiter. Woran arbeitest du? Wieso die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe. Hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht's nur um ein Projekt. Robertson? Was treibt er so? Sie meinen, abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt, er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Und Lucius Garriott? Was hat der mit der Sache zu tun? Der Besitzer der Firma. Derjenige, der Black Arrow und Robertson damit beauftragt hat, für die Sicherheit zu sorgen. Glaub, es ist an der Zeit, Robertson das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Mach das und verschwinde danach. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Ein paar meiner Freunde, sie brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Sterben wir ihn, Mann. Ah!
nur sagen. Was ist der da drüben? Willst du spielen? Okay, spielen wir. Ausschwärmen. Erledigen wir das Schwein. Solltest du da? Kein Kontakt. Hat den Bereich sicher verlassen. Bleibt wachsam. Hey! Die Wissenschaftler waren keine Gegner. Komm raus! War das? Wo kam das her? Du stirbst wie die anderen! Versteckst du dich bei den Strebern? Verlassen. Bleibt wachsam. Vielleicht kommt er zurück. Komm schon, Mann. Das ist ja peinlich. Zeig dich. Hat dir beim Fest nicht gefallen, Fischer? Möchtest du lieber bei den Weißkitteln sterben? Mist! Oh, Scheiße! Er hat Spielchen mit uns zu spielen. Bleibt wachsam!
richtige Wache. Vielleicht sehe ich den Kerl ja. An deiner Stelle hätte ich jetzt auch Angst, Arschloch. Oh mein Gott. Hier liegt einer von uns. Er muss da drüben sein. Du stirbst wie die Wissenschaftler. Zeig dich! Ich muss ja nah dran sein, wenn du so einen Scheiß abziehst. Netter Versuch, Arschloch, aber das läuft nicht. Mit dem Scheiß kriegst du mich nicht. Komm raus! Sam, ich weiß, dass du in Whitebox bist. Ich kann dir helfen. Melde dich, wenn du Robertsons System erreichst. Du hast also mitgehört. Welche Überraschung. Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb rufe ich an. Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Sie haben mir gesagt, du seist tot. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das Gleiche haben sie von dir behauptet. Ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam. Grimm. Später. Du hast jetzt zu tun. We'll be right back.
Ahnung, was die Störung verursacht hat. Bleib wachsam, meldet ungewöhnliche Vorgänge. Bring mich nicht dazu, dich wie einen Hund zu jagen. Komm raus! Das für witzig, Arschloch? Scheiße, du legst dich hier mit dem Falschen an.
zu uns? Für wie bescheuert hältst du uns? Wir gehen da nicht rein. Komm du doch einfach zu uns, Mann. Glaubst du, wir marschieren da einfach rein? Irrtum, Mann. Da ist er, ich seh ihn. Wusste, dass du auftauchen würdest. Da gehen wir auf keinen Fall rein. Warum kommst du nicht zu uns? Magazin leer, muss nachladen. Wir werden nicht so enden wie die anderen Jungs, Arschloch. Scheiße, wir gehen da nicht rein. Für wie bescheuert hältst du uns? Hey, du hast ganz... Kannst du dich nicht ver-
verstecken! Ich kann Roberts System von hier aus sehen. Schieß los, Grimm. Okay. Sorg dafür, dass der Raum für ungebetene Gäste etwas an Charme verliert. Kann sein, dass du eine Zeit lang am System bleiben musst. Und ich will nicht, dass dich jemand stört. Minen mit Fernzünder dürften dafür das Richtige sein.